Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den NodeFX Selector, ein MIDI-Device und Container für verschiedene MIDI-Effekte. Was man damit machen kann und wie, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist der NodeFX Selector. Relativ unscheinbar und ja, hat einfach nur eine gewisse Funktionalität, nämlich dass man hier verschiedene Noteneffekte reinpacken kann. Und Layer 1 ist hier einfach ein leeres Device quasi, das den Originalton einfach so durchlässt. Das leere Device kann man erzeugen, wenn man hier unten draufklickt, ein neues irgendeins auswählt. Und okay. Und dann hier hinten das auswählt und löscht. Dann hat man einfach ein Layer, wo einfach nichts passiert, sondern einfach nur die Originalnoten durchgehen. Mit Entfernen oder Backspace kriege ich das hier wieder weg. So. Das Device hier hat den einen Ausschalter, dann hier die Presets, dann die eventuell die Remote Pages, hier sind keine angelegt, müsste man dann für die einzelnen Effekte anlegen und Modulatoren, mit denen man dann auch die einzelnen Effekte steuern kann. Dann kommt schon das Container-Device und dann die entsprechenden Node-Effekte, die man da reintut. So, und das war das Device hier an der Stelle schon. Und im Inspektor gibt es dann natürlich wieder hier die Möglichkeiten mit den Algorithmen, wo ich schon in den anderen Videos darauf hingewiesen habe, die verlinke ich auch noch mal hier unten. Das sind einfach verschiedene Algorithmen, dass ich hier manuell, also händisch umstellen kann, welchen Effekt ich haben möchte oder dass ich gewisse Algorithmen nutzen kann, die mir automatisch, je nachdem was ich da konfiguriert habe, ob ich jetzt einen Input mit Noten, ob ich das jetzt per Zufall auswählen lasse, ob ich Key-Switches nehme, das heißt bestimmte Tasten auf meiner Tastatur definiere, die dann mit denen ich dann umschalten kann, die entsprechenden Effekte, oder ob ich das über CC-Nachrichten oder Programm-Change-Nachrichten mache. Ich bleibe das jetzt mal auf manuell. Und im Endeffekt, ich spiele jetzt einfach nur mal hier so einen Clip ab. Ich kann jetzt einfach hier auf einen anderen Effekt. Diatonic oder ich nehme eine Micropitch und verstimme mein Klavier so ein bisschen. Auch immer wieder schön für die Nachbarn. Ach, so ein verstimmtes Klavier ist doch immer wieder schön. Und naja, dann kann ich noch einen Arpeggiator zum Beispiel reinlegen. Da habe ich einfach mal zwei Oktaven und was hat er hier? Up-Down standardmäßig drin. Auf 16. 8 Steps läuft er so einfach durch hier. Und ich kann natürlich auch während des Spiels hin und her wechseln. Und kann natürlich dann auch entsprechend
mit den Effekten einfach rumspielen, so wie ich das möchte. Macht gerade nur jede Menge Spaß. Weil es so schön war, nochmal das verstimmte Klavier. Und wenn ihr mehr von dieser wunderbar verstimmten Musik hören wollt, dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Das Klavier, das Klavier. Nee, ein Klavier, ein Klavier. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke ganz herzlich, damit die Töne wieder gerade werden. Kommentiert unter dem Video, teilt mir eure schönsten schiefen Songs mit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, ein gestimmtes Leben und macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.